Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben beim letzten Mal so einiges geschafft. Zum einen haben wir hier unten den Eindringling, Rasender Albrecht, besiegt. Und wir haben tatsächlich zwei Bosse getötet bekommen. Oh, Moment, mit dir habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gesprochen, oder? We meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Okay, danke. Guest, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. The misshapen corpse under Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Okay. Ich merke gerade, dir kann ich leider keine Schrift von den Schriftrollen geben, die ich hätte. Weiß es nicht, ist das beabsichtigt? Ich könnte mir nämlich vorstellen, du... Das ist... Ach, egal. Belassen wir es dabei. So, jetzt will ich mir dieses Rapier doch mal noch ganz kurz anschauen. Es braucht 17 Geschick. Oh, da hat es auch noch irgendwas. Ein Stoßpferd von überragender Qualität mit filigraner Verzierung. Die bevorzugte Waffe des Zaubers Rogier. Um ihr volles Potenzial zu nutzen, braucht der Träger viel Geschick. Wahre Meister entwickeln mit dieser Waffe einen Stil, bei dem jeder Angriff fließend in den nächsten übergeht. Talent. Schimmerphalanx. Ein Talent der verzauberten Ritter, die der königlichen Familie von Karia dienen. Erzeugt einen Bogen magischer Schimmerklinge, die euch die Gegner automatisch angreifen. Setzt mit einem starken Angriff nach, um mit einem Sprungstoß anzuhängen. Gott, das Ding ist plus 8! Das ist so krass für mich! Wir haben den ersten großen Storyboss besiegt und kriegen jetzt hier mehrere Stufen... Plus 8 Waffen, das finde ich krass. Das finde ich wirklich einfach krass. Zauberinsel. Irgendwo hier will ich auf jeden Fall noch eine Karte finden. Ich vermute mal, die kann man hier unten irgendwo finden. Zumindest hoffe ich das. Irgendwo hier haben wir ja die erste gefunden. Wisst ihr was? Wir werden jetzt mal versuchen, da hochzugehen und da oben lang zu erkunden. Sollte ja auch noch einiges zu finden sein. Muss natürlich nur schauen, wie ich da am besten hochkomme. So. Wenn ich mir das jetzt so anschaue... Ja, da links war ich schon oben. Also gehen wir da rechts runter, wenn ich das tatsächlich hinbekomme. Aber bevor ich das mache, will ich mir diese Waffe doch jetzt mal anschauen. Also edel aussehen tut das Ding, ja?
Ich hab sowas automatisch als Weapon Art. Also geil ist das ja schon. Ich meine, ich kann das ja auf jeden Fall jetzt mal eine Weile lang verwenden. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ob ich damit zurechtkommen würde. Und das hier will ich mir vielleicht auch mal noch anschauen. Ich finde, das sieht immer noch ziemlich komisch aus. Aber die Idee, dass ich so eine Protoss-Armklinge habe, das ist schon irgendwo cool. Das Drachenschild. Meine Güte, die Dinger halten aber ganz schön lange. So, und wie komme ich denn jetzt am besten und am sichersten vor allem da runter? Springen, ne? Scheiße. Das hier scheint ein bisschen in die falsche Richtung zu führen. Oh! Nein! Nicht ausreichend Schwung. Verdammt. 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 Aber ich muss zuerst auf den einen runter. Nicht jetzt. Über das Pferd. Wow. Okay. Das war zwar nicht geplant, aber es hat funktioniert. Was das angeht, bin ich vielleicht nicht so unbedingt zufrieden. Was haben wir denn hier? Neben. Okay, haben wir erstmal die euch hier weg, die euch nicht richtig wehren könnt, aber trotzdem stören würdet. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Staggern ist die billigste Form zu kämpfen. Und ich hasse es, wann immer das gemacht wird. Oh, ihr billiges Drecksgesicht. Gesocks, ey. Also die Angriffsgeschwindigkeit ist gut, das muss ich zugeben. Und der Schaden ist zufriedenstellend. Ich mag nur nicht so unbedingt diese einseitige Angriffsbewegung. Es ist so leicht, mit Stoßangriffen in diesen Spielen einfach zu verfehlen. Wenn sich irgendetwas ganz leicht bewegt. Oha. Jede Menge Tote. Und ein Riese. Du willst mich doch garantiert vernichten, wenn ich dir zu nahe komme, oder? Genau das meine ich. Zack, zack, zack. Boah.
hier. Los, heilen! Ja, das ist doch genau das, was ich meine. Fucking hell, diese Reichweite. Okay, los, komm. Konnte ich das jetzt gerade echt nicht machen, weil ich das Falsche anvisiert habe? Das ist dumm. Also das ist dumm. Ich stand doch an der richtigen Position. Also lass es mich doch auch machen. Ach, was soll's. Ein silbernes Glühwürmchen. Toll. Und hier drin ist ein Baumspeer. Ach, man findet hier so viele interessant klingende Waffen, die man mal ausprobieren möchte. Geschicklichkeit und Glaube, beides noch nicht hoch genug. Also ich will zumindest mal aus... Oh, geil, aussehen tut das Teil ja schon. Das will ich mir mal durchlesen. Ein goldener Speer, gefertigt wie ein Baum. Diese Waffe stammt von den Palastwachen der königlichen Hauptstadt Leyndell. Verursacht Heiligenschaden. Trotz der gewaltigen Größen lassen sich mit dem Speer mehrere Stöße in Folge ausführen. Dies erfordert jedoch enormes Geschick. Talent Heilige Ordnung. Ein Talent der fundamentalistischen Ritter der Goldenen Ordnung. Salutiert und gewährt der Waffe heilige Essenz. Äußerst effektiv gegen jene, die im Tod leben. Nice. Also, darüber beschwere ich mich jetzt definitiv nicht. So, da drüben hatten wir diese lange Brücke, über die wir noch nicht kommen. Und hier würde man nur runterfallen, ne? Eieiei, na gut, na gut. Gehen wir zurück auf das Rapier. Dem haben wir ja gesagt, wollen wir jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Also runterfallen will ich hier auf jeden Fall nicht. Es kommt hoch mit dir. Hinten ist auch noch mal ein Turm. Das sehe ich jetzt erst. Da haben wir wieder diese komischen Ballons. Irgendwie sind das Ballons, würde ich sagen. Mini-Zeppeline. So. Hier noch irgendwas. Ich kann ja direkt wieder aufs Pferd. Diese Schimmerphalanx wirkt mir als Kriegsasche, als einfach nur eine Fähigkeit von einem normalen Degen. Ziemlich stark. Ich meine, sie macht jetzt nicht so übertrieben viel Schaden, aber trotzdem, das ist schon krass. Dass ich hier effektiv eine Homing Soul Mass bekomme. Einfach nur, weil ich die Waffe habe.
mag euch nicht. Ich mag euch absolut nicht. Ihr seid so nervig. Da vorne sind noch mehr von euch. Lass mal dich hier weg. Ich nicht vorhabe, gegen mehrere von denen gleichzeitig zu kämpfen und dann auch noch hinterrücks irgendjemand in den Rücken schießt. So, ist bei euch ein Bogenschütze dabei? Ja, ich sehe es doch. Zack, 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 zack. So. Halte ich mich von ihm weg. Ich meine, jetzt ist man tot. Wenn ich es schon mal hinkriege, deine Haltung zu brechen, dann sollte ich das auch ausnutzen. So, sehr schön. Das ist nochmal eine Truppe von dreien. Auf der Seite sind das echt Standardgegner. Das ist ja mal zum Kotzen. Natürlich doch. Genau das meine ich. Dieses blöde Arsch meint jetzt natürlich, es muss mich von hinten bombardieren mit seinen beschissenen Pfeilen. Während ich mit was anderem kämpfe. Das ist die feige Art zu kämpfen. Sag mal, wie viele Pfeile hast du, du blödes Viech? Oh, du bist doch ein nerviger Sack. So. Jetzt bin ich hier fertig. Bist du jetzt echt zu blöd, mit deinem scheiß Schwert einfach zuzustechen, bevor er mit seiner Lanze zustechen kann? So, mach ihn doch einfach tot. Danke. Es hätte so viel einfacher gehen können. So, du da mit deiner Fackel. Du bist doch bestimmt auch feindlich, oder? Warum musst du zurückgehen und andere für dich kämpfen lassen? Und warum dürft ihr durch eure Verbündeten durchstechen? Das ist so eine billige Art und Weise zu sagen, ja, du kannst nicht treffen, aber die können dich treffen. Oh, feg dich doch. Mein Angriff war schon durch und hat einfach nicht gezählt. Ich hasse Hunde in diesen Spielen. Du gehst jetzt auch bitte tot. So, hier liegt etwas. Eine Sturmfalkenfeder, okay. Da rennen wieder von diesen beschissenen Marionetten rum. Zack, zack, zack. Dankeschön. Ich finde es wirklich nett von dem Spiel, regelmäßig mir die Flaske auch wieder ein bisschen aufzufüllen. Zumindest wenn man in der Oberwelt ist. Dass es gegen Bosse nicht machen, okay, kann ich komplett verstehen. Aber auf der Oberwelt ist es tatsächlich ganz nett. So, wo haben wir denn jetzt diesen Turm? Ich will diesen Turm. Jetzt
stört der Nebel meine Sicht. Das ist nicht nett. Will auch einfach nur so ein bisschen sehen, wo hier alles ist. Da ist der Turm. Okay. Oha. Was steht denn die? Melanias Marsch gen Süden. Mikellas Klinge und ihre Reinfäule-Ritter verleiht ihr nie zu stutzende Schwingen. Nie zu stutzende Schwingen. Also es wirkt auf jeden Fall wie eine Art Schlachtfeld. Wollte ich gerade sagen, und da kämpfen sie da hinten tatsächlich noch. Na, dann ist toll. Den Ort der Gnade nehmen wir auch mit. Aber ich glaube, es war ganz gut, dass ich zuerst nach links gegangen bin und nicht zuerst nach rechts. Ist da hinten eine Statue? Ist das eine Karte? Ist da irgendwas Kartenmäßiges in der Nähe? Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ich glaube es nicht. Was genau glaubst du nicht? Ist das eine Blume? Wohin genau zeigt das Ding hier? Soll das ein Zeichen sein, dass man da runtergehen soll? Ich meine, ich will mir hier unten vielleicht kurz anschauen. Wow. Dich mache ich direkt tot. Und jetzt kann ich mich nicht heilen. Sehr schön. So, einer weg. Zack, zack, zack. Das funktioniert aber ganz gut mit dem Rapier. Kann ich jetzt nicht irgendwie komische Hitboxen haben, wo es schwer ist, nur nach vorne zu treffen. Es ist halt wirklich einfach so, jede Waffe hat ihre Vor- und Nachteile. So. Oh, du kannst auch ruhig. Ja, genau. Kleine Drecksäcke. Na? Handschuhe der niederen Soldaten. Oh. So, da schönes. Kristallknospe. Na gut. Kommt man da hoch? Ja, da kommt man hoch. Und da ist sogar was. Nice. Okay. Bitte sterbe ich jetzt nicht direkt einfach nur vom Reingehen. Katakomben am Klippenfuß. Okay, bevor ich da runtergehe, hier draußen ist doch garantiert auch noch ein bisschen was. Und wenn es nur noch ein paar Gegner sind...
steht jemand. Oder genauer gesagt, da sitzt jemand. Ein Dunkelschmiedestein. Okay, also ich würde mich dumm fühlen, hätte ich den jetzt einfach liegen gelassen und wäre da unten direkt reingegangen. So, jetzt können wir weitermachen. Mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass es einfach in diesem Gebiet überall verteilt Orte gibt, wo sich eine von diesen drei weißen Bestien aufhalten und man muss die einfach alle töten. Das kann natürlich auch sehr gut möglich sein. Ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Katakomben. Diesen Spielen. Mach mir doch keine solche Angst, lieber Geist. Ja, genau das habe ich ja erwartet. Stech doch einfach zu. Zack, 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 zack. Immer diese Hinterhaltsangriffe. Das jetzt bitte sicher mitnehmen. Wurzelharz. Okay. Und hier haben wir dann garantiert eine Art Bossgegner, ne? Von einem Gerät versperrt. Okay. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay, ich habe genug Schaden, um dich mit einem Mal Ausdauer leer machen zu töten. Das ist gut. Gräbertal 2, okay. Ich glaube es nicht. Was glaubst du nicht? Das Geräusch hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Irgendwas hört sich hier so an als Vorsicht vor runter, aber Hebel. Oh. Also da unten ist auf jeden Fall irgendetwas. Wow. Na gut. Zack, zack. Ja, ich merke schon, du rennst weg. Das feige Ast, das du bist. Zack, zack, zack. Los, komm. Schnell sterben. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ist da hinten... Das ist doch nochmal... Nein, das ist kein Ort der Gnade. Das ist irgendeine Blume. Und da ist irgendetwas Großes, was in der Nähe der Blume ist und sie wohl bewachen wird. Willst du mich verarschen? Der kann mich durch die Wand durchgreifen.
Und natürlich hat er so ellenlange Kombos. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht, ne? Okay, schön. Hintern stechen. Und nochmal. Wow, 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 wow. Moment, Moment, Moment. Niemand hat mir gesagt, dass da zwei von euch sind. Hä? Was ist denn jetzt los? So. Ey, könnten wir diese Scheiße bitte lassen? So zu tun, als würde ich nicht blocken, obwohl ich's tue. Gehst jetzt bitte mal sterben. Das da unten ist wahrscheinlich genauso ein Fettsack nochmal. Okay. Nur zur Sicherheit. Ich traue dem nämlich nicht. Genau, du kannst natürlich mal wieder durch Wände durch und ich nicht. Oh, deine übertriebene Bombo-Kombo kannst du jetzt mal aufhören. Ich habe wirklich das Gefühl, nahezu jedem Gegner wird hier eine übertriebene Bombo-Kombo gegeben. Einfach nur, um, wenn man mich mit den Gegnern zurechtkommt, zu sagen zu können, ja, der kann dich halt einfach sofort mit seiner gesamten Kombo töten. Eine Dreiergräbertallinie. Okay, nice. Hab zwar bis jetzt noch keine davon verwenden müssen, aber nice. Ach, nee, oder? Zack, 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 zack. Einer weg. Zweiter weg. Schön. Jetzt bräuchte ich nur wieder so einen Steinschlüssel. Vorsicht vor Falle. Hallo? Ey, was genau hält mich zwischen euch? Oh, fick dich doch! Wieder ganz typisch. Ich hänge zwischen zwei Leuten fest, obwohl beide entweder vor mir oder hinter mir sind, also so, dass sie mich absolut eigentlich nicht einengen sollten. Aber sie machen es halt einfach trotzdem. Wenn ich meine Schwerter caste, dass die mal hoch sollen, dann reagiert das Spiel zufälligerweise halt einfach mal auf meine Tasteneingabe nicht und wenn ich dann rolle, dann passiert nichts und ich bleib einfach in ihrer Attackenserie drin. Das ist so typisch. Ich drück die Tasten. Ich drück die Tasten. Können wir uns also bitte darauf einigen, dass es nicht nett ist, einfach zu sagen, ich... Oh, fick dich, du hässliches, kleines Drecksviech. So. Zack, zack, zack. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch.
So nervig. So, dann muss ich weiter. Da unten wäre eigentlich direkt der Boss, aber schon festgestellt, kommen wir so leider nicht ran. Stattdessen muss der hier erstmal die Lampe kaputt machen. Die Tatsache, dass ich auch vergleichsweise wenig Ausdauer brauche, um mit diesem Ding hier anzugreifen, ist auch schön. Oben liegt auf jeden Fall was. Da will man langkommen. Zack, zack, zack. Bist du zu leicht für diese Druckplatte? Ich meine, es könnte sein, aber warum hat das jetzt... Ach, egal. Erschreck mich bitte nicht so. So, und bevor ich mich jetzt da nochmal an den Riesen da ranwage, wo kommt denn der zweite? Da ist ein zweiter auf jeden Fall irgendwo. Der mich vorhin von hinten angegriffen hat, was ich absolut nicht geil fand übrigens. Und könntet ihr bitte mit eurem garstigen Lachen aufhören? Das macht so angespannt. Oh, bin ich jetzt... Oh, feg dich doch, Spiel. Hör auf, mich zu verarschen. Na los. Kommst du her? Fettbärt. Könntest du bitte dich auf diesen... Oh. Diesen Bullshit! Wir sehen jetzt mal an! Es dürfte ja wohl nicht so schwer sein, diesen Fettklops hier anzuvisieren. Aber scheinbar schon. So, darf man einfach nicht treffen lassen. So, und jetzt, wo ist der zweite? Da kam plötzlich beim letzten Mal ein zweiter und ich habe nicht gesehen, von wo. Aber der stand plötzlich hinter mir und das fand ich nicht nett. Wenn ich weiß, von wo der kommt, okay, kein Problem, dann kann ich mir das fürs nächste Mal merken, aber... Der muss doch dann auch irgendwo hergekommen sein. Da ist er, okay, der ist oben. Oben ignorieren wir, bis wir dich fertig haben. Nein! Nicht hängen bleiben! Das ist so lachhaft! Mein Talent, hängen zu bleiben, ist wirklich nicht mehr lustig. Und ja, das ist schon ein absolutes Talent bei mir. Das kann ich nicht anders sagen. Roll bitte. Wow. Das war frame-perfekter Backstab. Roll doch! Sorry, deine dumme Ausrede von wegen... Lass mich in Ruhe!
heilige Scheiße, das war knapp. Das war viel zu knapp. Und das ist nur, weil mal wieder meine Eingaben nicht richtig erkannt werden. Heilige Scheiße. Könnten wir uns darauf einigen, dass das, was du hier machst, einfach nur Bullshit ist, Spiel? Weil es ist einfach nur Bullshit. Zu sagen, ja, du bist mit deinen Stichangriffen hier langsamer als er, wie er eine Bombe wirft und dann noch einen Angriff macht. So, du gehst jetzt einfach mal gepflegt sterben. Oh! Wichtkopf mit Reißzähnen. Das muss ein seltener Drop gewesen sein. Schön. Nett. Ja, die sind wohl einfach zu leicht für die Druckplatten. So, jetzt dich. Und zack. Hallo. Komm schon. So. Muss da nur nicht draufstehen. Bitte nicht wieder irgendeine Art von Hinterhalt. Ja, da sind wieder Wichte drin, ich sehe es doch. So, wie viele machen jetzt einen Hinterhalt auf mich? Im Moment nur der eine da. Zack, 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 zack. Okay. Sehe ich einen zweiten? Die verstecken sich aber ganz gut an den Wänden. Das muss ich ihnen lassen. Wo genau kamst du? Hallo? Komm schon? Komm schon? So. Es sind doch da drin bestimmt noch welche. Durch. Zwei Stück. Weg. So. Ja, dann ist hier noch mal einer. Eine Sense, okay. Sackgasse? Tatsächlich eine Sackgasse zu sein. Hm. Okay. Was? Was war das? Hä? Ich habe mich plötzlich enorm schnell bewegt? Ist das da oben vielleicht so eine Art Sprungschanze? Und ich bin dagegen gekommen? Egal. Egal.
Das merke ich mir. Aber an dieser Stelle mache ich dann mal einen Cut. Ich glaube, ansonsten wird der Teil zu lange. Und ja, das sage ich, nachdem der letzte Teil viel zu lange war. Aber ich will mich wirklich so ein bisschen daran gewöhnen, die Teile nicht so überlang zu machen. Wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hey!